B2.4. Berechnen Sie das Volumen der Pyramide ABCDS2. Diese Pyramide mussten wir in der vorherigen Aufgabe einzeichnen. Also sehen wir es hier schon in der Skizze drin, ABCDS2. Und diese Pyramide soll jetzt exakt bestimmt werden, also das Volumen dieser Pyramide. Da gibt es sicherlich wieder mehrere Möglichkeiten. Eine Idee wäre jetzt, wenn wir schon in der vorherigen Aufgabe das Volumen bestimmt haben, beziehungsweise die Volumenformel auch dasteht, wäre es vielleicht eine Möglichkeit, das x für diese Pyramide ABCDS2 zu bestimmen und dann einfach in diese Formel einzusetzen und auszurechnen. So, schauen wir uns mal unsere Zeichnung an. Wie komme ich an das x? Nochmal zur Erinnerung, das x ist ja nichts anderes als die Strecke ES2. Also diese Streckenlänge müssen wir berechnen und wenn wir die haben, dann können wir es einfach in die Volumenformel von oben einsetzen. Dafür schauen wir uns wieder das Dreieck, ein Dreieck an, in dem diese Strecke drin liegt und da bleibt momentan nur das Dreieck AS2E übrig. In diesem Dreieck kennen wir momentan auch nur die Strecke AE. Das heißt, wir müssen noch ein paar Dinge berechnen. Was können wir zum Beispiel herausfinden? Na, einerseits wäre dieser Winkel hier möglich. Warum? Der Winkel CAE ist ein 90-Grad-Winkel, also der hier komplett. Unten wissen wir, für S2 haben wir einen 54-Grad-Winkel drin, also bekommen wir hier den Winkel, der nebendran liegt, mit 90 Grad minus 54 Grad. Das gleiche Spiel können wir hier oben durchführen, nämlich 90 Grad minus die 63,43 Grad. Und damit lässt sich dann auch problemlos der Winkel bei S2 berechnen, nämlich über die Innenwinkelsumme 180 Grad minus die beiden anderen Winkel. Also kenne ich eine Seite und alle drei Winkel sind bekannt. Gehen wir schnell durch. Ist das Dreieck rechtwinklig? Nein. Damit funktioniert nur der Sinussatz und der Kosinussatz. Für den Kosinussatz bräuchte ich drei Seiten und einen Winkel. Die Strecke AS2 ist mir aber nicht bekannt, deswegen funktioniert er nicht. Für den Sinussatz brauche ich zwei Strecken und zwei Winkel. Die Strecke AE ist bekannt, die Strecke ES ist gesucht und ich kenne alle drei Winkel. Damit habe ich die Voraussetzung für den Sinussatz erfüllt und damit kann ich mit Sinussatz die Strecke ES2 berechnen. So, also nochmal der Reihe nach. Wir brauchen einen Winkel. Wir fangen unten an mit S2AE. Der ist 90 Grad minus die 54 Grad. Und das wären dann 36 Grad. Den zweiten Winkel, den wir brauchen, ist oben der Winkel bei E, also der Winkel AES2. Und der ist 90 Grad minus die 63,43 Grad. Das sind dann 26,57 Grad. Und der Winkel bei S2 lässt sich dann also berechnen. S2a ist also 180 Grad minus die 36 Grad minus die 26,57 Grad. Und das sind 117,43 Grad. So. Alle drei Winkel sind bekannt, die Strecke AE ist bekannt, also können wir jetzt mit dem Sinussatz beginnen. Das heißt, die Strecke ES2 lässt sich wie folgt berechnen. Ich fange mit der Unbekannten immer an, also ES2 durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels, das ist der unten bei A, also Sinus von S2AE ist gleich und die zweite Strecke, die bekannt ist, die Strecke AE geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels und das ist der ES2a. So, bekannte Größen einsetzen. Die wollen wir herausfinden durch Sinus
36 Grad ist gleich AE waren 10 durch Sinus 117,43 Grad. So, jetzt muss ich noch diese Sinus 36 wegbringen. Das wird einfach multipliziert und dann erscheint es auf der anderen Seite. Wer möchte, kann ja auch den Solver ansetzen, aber eigentlich ist der hier noch einen Schritt umständlicher. Also mal Sinus 36 und daraus folgt ES2 ist gleich 10 mal Sinus 36 durch Sinus 117,43. Und das kann jetzt jeder Taschenrechner nochmal lösen. Und da kommt raus, x ist, oder halt diese Streckenlänge ist 6,62. Und das ist ja unser x. Ja, vielleicht noch die Einheit dahinter. So. Okay, jetzt braucht man es nur noch in die Volumenformel von der Aufgabe darüber einzusetzen. Da hatten wir ja stehen, Vx ist gleich 100 minus 8,9x. Jetzt nennen wir das mal V2, also 100 minus 8,9 mal 6,62. Und das kann jetzt auch wieder jeden Taschenrechner ausrechnen, kommt raus 41,08 Kubikzentimeter.